Ja, schönen guten Tag, meine Freunde, ich bin's. Ja, ich bin hier in Herne in der Innenstadt und wir haben jetzt hier wirklich, bis auf die Shops, die Notaggregate haben, kompletten Stromausfall. Ja, jetzt schon fast eine halbe Stunde. Das ist schon wirklich krass. Ja, das ist schon wirklich, wirklich krass. Das habe ich noch nicht gesehen, dass es hier wirklich einen kompletten Stromausfall gab. Die Leute stehen, du wirst natürlich auch nicht mehr reingelassen, ist auch irgendwie klar. Ja, hier bei Cody zum Beispiel wird schon verbarrikadiert. Also das ist schon heftig, schon beängstigend. Wenn du mal überlegst, wir sind ja jetzt eigentlich noch nicht am Höhepunkt, sage ich mal so, der Energiekrise. Ja, und die Leute sind natürlich jetzt verängstigt. Na, ich meine, dass die gesamte Straße, ob DM, ob JD, ob Cody, ob Pipa, ja, dass die alle keinen Strom haben, das ist schon krass. Und wie gesagt, eine halbe Stunde jetzt schon. Ja, kann natürlich durch Bauarbeiten oder Reparaturarbeiten passieren, aber schaut euch das mal an, ja, wie die Leute zumachen. Ne? Also das ist schon wirklich beängstigend, muss man ganz klar sagen. Ne? Also diese Verbarrikadierung, ja, noch sind ja gar keine großen Menschenmassen da. Jetzt stell dir mal vor, das passiert irgendwie im Winter oder nach 3-4 Tagen, wo Stromausfall ist. Ja, also das ist schon, da weißt du nicht mehr, was du sagen sollst. Ich bin mal gespannt, wie lange das Ganze hier geht, ob das jetzt noch, sage ich mal, heute gelöst wird. Ich denke aber schon, ich hoffe es zumindest, weil sonst geht es ja jetzt schon los mit der Energiekrise. Ja? Und wie gesagt, man weiß natürlich nicht, sind das jetzt Reparaturarbeiten, die ein bisschen schief gelaufen sind, oder ist das bewusst gemacht als Testszenario für das, was im Winter kommt. Das kann alles möglich sein, man weiß es nicht. Ja? Das nur mal da so als Status quo. Also die Leute stehen ja alle, ne, und warten, dass sie reinkommen, aber es ist schon krass. Ja? Gut, das einfach nur mal dazu, nur um euch mal so einen Überblick zu geben. Also ich finde das Hammer, als ob wir nicht schon genug Dreck am Stecken haben im Prinzip mit den ganzen Problemen. Ja, und jetzt geht es schon im Sommer los hier. Und dann noch an so einem heißen Tag wie heute, wo vielleicht 40 Grad hier erreicht werden. Ja, also bis denne.